Hallo, ich grüße dich ganz herzlich aus dem erfrischend kühlen Deutschland, wo wir seit gestern Abend sind. Vielleicht hast du es mitbekommen, ich war gestern auch mal kurz live und ja, habe so ein bisschen von wundersamen Dingen erzählt, die so passiert sind und wollte ja gern mal so ein paar Impulse mit dir teilen, wie viel wundersame Dinge auch um dich ständig sind und wie wenig wir es oftmals erkennen und sehen. Ich bin in diese Woche hier gestartet, tatsächlich so in Kommunikation mit dem Universum. Ich drücke es jetzt mal so aus und hab mal mir so bewusst vorgenommen, diese Woche mal ein bisschen mehr meine Aufmerksamkeit auf die Wunder zu richten im Leben, auf die wundersamen Geschenke, die das Leben uns ständig schenkt, weil je mehr wir natürlich die Aufmerksamkeit auf diese Dinge richten und sie vor allem auch sehen, umso mehr schickt das Leben, das Universum uns Geschenke und wundersame Dinge. Wie viel mehr kannst vor allem auch du mal dich als wundersame, wunderbare Persönlichkeit sehen? Schau mal, es ist alles oftmals so selbstverständlich. Wir alle sind energetische Wesen. Wir haben diesen Körper hier eingenommen, aber wir sind ja nicht dieser Körper. Kannst du dir das so vorstellen? Wie der Körper wie ein Tauchanzug ist, dass du als unendlich großes Energiewesen diesen Körper eingenommen hast. Weil es ist alles eine große Energie, alles ist eine Form von Energie und das ist kein esoterischer Hokuspokus, das wissen wir aus der Quantenphysik, Max Planck, Albert Einstein, alles ist eine große Energie, die nie verloren geht, die allenfalls die Form ändert. Und so sind auch wir unendlich große Energiewesen, die eben diesen physischen Körper hier haben. Und wie vieles siehst du bis eben oder sehen wir oftmals, einschließlich mir selbst, ich darf mich da auch immer wieder an die Hand nehmen, so als selbstverständlich an. Wenn wir was essen, oder fangen wir mal gar nicht mit dem Essen an. Wenn wir abends ins Bett gehen, wir liegen einige Stunden da, wo auch immer unser Geist oder wie auch immer man so eine Instanz in uns da nennen möchte, ich nenne es jetzt mal Geist, während dieser Zeit dann unterwegs ist, wo unser Körper da liegt und schläft und wir haben die Augen auf, wir haben die Augen geschlossen, machen irgendwann mal wieder die Augen auf und können in die Welt schauen, sehen bunte Farben, können sprechen, bewegen irgendwie den Mund, atmen auf eine gewisse Art und Weise und können sprechen. Was ist das im Grunde genommen für ein Wunder, was so selbstverständlich ist? Wenn ich den Impuls habe, ein Glas zu greifen, weil ich den Impuls habe, dass ich was trinken möchte, weiß ich ganz genau, in welchem Winkel. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, aber das sind ja auch alles Dinge, die wir uns mal aneignen durften als kleine Kinder. Mussten wir das lernen oder durften das lernen? Und ich trinke ein Wasser oder einen Tee oder wir kommen gerade vom Weihnachtsmarkt, ein Glühwein und der Körper, alle Zellen und Organe wissen zu jeder Zeit ganz genau, was zu tun ist oder wenn wir was essen. Oder wir haben Haare auf dem Kopf, die wir regelmäßig schneiden oder schneiden lassen und die wachsen wieder nach. Und solche Dinge, wir haben Fingernägel, die regelmäßig nachwachsen. Wir haben Zähne, mit denen wir beißen und kauen können. Wie viel mehr können wir so die Wunder mal wirklich erkennen oder auch, dass wir in die Welt blicken, bunte Farben sehen. Und auch, was für ein Wunder es ist, wenn man rausschaut, was ich gerade hier so heute Morgen genossen habe, mal so deutsche Wälder wieder zu sehen, diese Farbenpracht. Auch wenn ich die Kälte gerade nicht so mag.
Also ich habe tatsächlich eben auf dem Weihnachtsmarkt ganz, ganz heftig gefroren. Trotzdem ich warm angezogen war, aber so gefroren wie heute Mittag habe ich schon lange nicht mehr. Muss mein System sich wieder an diese Temperatur hier gewöhnen für ein paar Tage oder darf. Aber was für ein Wunder ist das alles. Und wie viel mehr Einladung mal an dich, kannst auch du die Wunder in deinem Leben sehen und auch dich selbst mal als wunderbare Persönlichkeit, als wunderbare Frau, als wunderbarer Mann einfach auch sehen. Was für ein Wunderwerk der Natur auch du bist. Und ich habe ja eben so angefangen zu erzählen, dass ich diese Woche hier mal so bewusst in die Woche gestartet bin, mit der mentalen Ausrichtung mal wieder viel mehr die Geschenke und die Wunder auch zu sehen, in so quasi in Kommunikation mit dem Universum, wieder mal ganz viele Geschenke und wundersame Dinge diese Woche geschehen lassen und es mich auch erkennen lassen. Und gestern, als wir am Flughafen angekommen sind, ich habe es schon im anderen Video erzählt, war einfach eine enorm große Schlange da am Schalter zum Einchecken. Wir hatten eigentlich schon eingecheckt, aber wir hatten einen Koffer dabei. Also mussten wir trotzdem noch zum Check-in. Und da sagt unsere Tochter: Guck mal am Business-Schalter, da ist überhaupt niemand. Und hier steht so eine ellenlange Schlange. Lass doch mal fragen, ob wir upgraden können. Wir wollten eigentlich nur Economy fliegen. Okay. Kurzerhand Entscheidung getroffen und sind dann zum Business-Schalter und haben dort abgegradet. Hatten allerdings keine Plätze mehr nebeneinander bekommen, sondern wir waren ja verteilt im Flieger. Und mein Mann saß ganz vorne, also wirklich in der allerersten Reihe. Und ich habe das gar nicht mitbekommen, dass er tatsächlich auch noch zum Piloten und zur Co-Pilotin ins Cockpit gestern durfte und mit denen so ein bisschen Smalltalk hatte. Maschine hatte sowieso Verspätung. Und ja, als es dann losging und der Kapitän, der Pilot, Kapitän, Pilot, der begrüßt ja dann immer die Gäste so an Bord, wo ich normalerweise gar nicht mehr so hinhöre. Aber gestern kam dann die Begrüßung, wir begrüßen an Bord oder herzlich willkommen zum Lufthansa-Flug sowieso hier an Bord, lieber Markus mit seiner Frau und seiner Tochter und alle anderen Gäste. Und ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Habe dann vorne hin zu meinem Mann geguckt, der ja einige Sitzreihen vor mir saß. Er guckt zurück und ich habe, was hast du gemacht? Und das war gar nicht geplant von seiner Seite. Also er hatte das mit dem Piloten nicht abgesprochen. Das ist einfach so aus diesem Smalltalk entstanden, dass der Pilot sich da ein bisschen einen Scherz draus gemacht hat und uns dann erstmal begrüßt hat und alle anderen Gäste an Bord der Maschine eben auch. Und was für ein Wunder war das? Solche Geschehnisse einfach. Das teile ich jetzt einfach mal mit dir, wie viele wundersame Dinge du in der Richtung oder auch welches Geschenk das war, so begrüßt zu werden. Wenn dein Kopf dir jetzt vielleicht sagt, naja, es gibt wichtigere Dinge als sowas. Im Kleinen, die kleinen Puzzlesteine im Leben, die tragen dazu bei, dass so ein großes Ganzes entsteht. Und wenn wir, und das ist auch der Hintergrund meiner Challenge von dieser Woche hier gewesen, wenn wir so die kleinen Dinge nicht sehen, wie soll dann was Großes Ganzes entstehen können? Wenn wir so solche kleinen Dinge einfach auch so ja abtun, finde ich mich in meinem früheren Leben wieder. Ich hätte das auch gar nicht annehmen können, ja, mich darüber zu freuen, so begrüßt zu werden oder auch überhaupt Business Class zu fliegen. Hätte ich mir früher auch die Geschichte erzählt, ja, brauche ich nicht. Aber wie entspannend ist es einfach, allein schon durch die Security zu kommen, weil schon dort dann kein Betrieb ist, du wirst da schon anders
behandelt, sag ich mal, anders empfangen. Natürlich musst du deinen Koffer auch da durchchecken lassen. Aber auch da ist das Personal auf einer ganz anderen energetischen Ebene einfach unterwegs. Oder auch im Flugzeug viel aufmerksamer. Du bekommst Essen, du wirst bedient, du bekommst keine Plastikbecher, du bekommst Gläser, du bekommst richtiges Besteck und solche Dinge und wirst einfach umsorgt. Hätte ich früher nie annehmen können und hatte mir natürlich die Geschichte erzählt, brauche ich nicht. Ich sitze ja im gleichen Flieger wie andere auch. Ob ich jetzt irgendwo vorne hocke und noch bewirtet werde oder nicht, das brauche ich alles nicht. Das Ding ist nur, das sind alles Prägungen und Muster, die natürlich im Laufe der Jahre, im Laufe des Erwachsenendaseins entstanden sind. Weil wenn du ehrlich zu dir selbst bist oder wenn du Kinder überhaupt beobachtest oder dich zurückversetzt in deine Kindheit, als Kinder wären wir niemals auf die Idee gekommen zu sagen, das brauche ich nicht, weil es zu teuer ist oder was auch immer. Als Kinder haben wir einfach nur Dinge gesehen und wollten sie haben, ohne Verknüpfung ans Geld. Warum möchtest du das haben? Einfach weil. Punkt, war ein vollständiger Satz. Und je mehr Prägungen wir dann natürlich von unserem Umfeld aufgenommen haben, umso mehr haben wir angefangen, uns Geschichten zu erzählen. Das hat ganz viel mit Selbstwertgefühl auch zu tun, dass wir es uns nicht mehr erlauben, uns wirklich das zu gönnen, Wohlfühleffekte zu gönnen, es uns selbst auch gut gehen zu lassen, weil wir einfach die Verknüpfung zum Geld haben und dann natürlich auf die Idee kommen, ja, das brauche ich ja nicht. So viel Geld jetzt hier noch zusätzlich für ausgeben, nee, brauche ich nicht. Ich spreche jetzt total von meinem früheren Leben, weil einfach ganz viele Prägungen in der Richtung da waren, die ich natürlich übernommen habe vom Familiensystem und es mir selbst einfach nicht wert war. Und das fing auch schon bei Dingen an, zur Massage regelmäßig zu gehen. No Chance, konnte ich nie empfangen. Konnte ich einfach nie empfangen, meinen Körper es so gut gehen zu lassen, dass er eine entspannende Massage bekommt. Also so tief waren diese Prägungen bei mir. Und da darfst du mal auch Einladung an dich, ehrlich zu dir selbst sein und mal schauen, wo gibt es bis eben Bereiche, wo du dir die Geschichte erzählst, das brauche ich nicht. Oder ja, wo du es dir einfach nicht wert bist, es dir zu gönnen. Aber wenn du radikal ehrlich zu dir bist, das kleine Kind in dir, hätte keine Bewertung, keine Beurteilung darüber. Und gleichzeitig, wie viel kannst du die Geschenke sehen, die dich umgeben, auch jetzt, die auch gar nichts mit Geldenergie zu tun haben? Weil da fängt es auch schon an. So geht es ums Geld auf der einen Seite und letzten Endes geht es natürlich doch nicht ums Geld, wo du noch diese Verknüpfungen hast und dir erzählst, dass ich das nicht brauche, also dass du das nicht brauchst, weil du dir einfach die Geschichte erzählst, ja, ist zu teuer. Eines meiner Wünsche war es, vor vielen Jahren, als ich mich auf diesen Weg hier begeben habe, dass ich nicht nur meine Geldglaubenssätze heilen möchte, sondern dass ich mir einfach auch um Geld keine Gedanken mehr machen möchte. Dass Geld einfach da ist, wie gestern am Flughafen, wo Economy-Flug einfach im Grunde genommen erstmal nur vorgesehen war. Und dann einfach der Impuls da war, oh, wir haben jetzt keine Lust auf diese ellenlange Schlange und hier noch, keine Ahnung, wie lange wir da gestanden hätten. Lass uns in den Business-Schalter gehen und einfach upgraden. Dann können wir noch in die Lounge gehen, weil der Flieger hatte ja noch eine gute Stunde Verspätung gestern. Können da noch ein bisschen Zeit genießen. Und allein auch da in so einer anderen Energie zu sein, als am Flughafen in irgendwo zu hocken, wo
ja, so eine angespannte Energie einfach auch herrscht. Wie viel entspannter ist dann alleine dadurch auch schon das Reisen? Mein Next Level ist da sicherlich auch noch im Privatjet zu fliegen. Dann hast du es ja noch einfacher und noch entspannter zu reisen. Und auch da, diese ganzen Bewertungen, die da aufkommen, da kommt natürlich auch viel auf im Hinblick auf die Umwelt, im Hinblick auf ökologische Aspekte. Stell dir mal vor, jeder von uns, jeder auf dieser Welt hier, jeder Mensch ist sich seiner selbst so bewusst, was für eine unendlich wertvolle Persönlichkeit jeder Mensch im Grunde genommen ist. Was würde das alleine alles verändern, wenn jeder so in die eigene wahre Größe gehen würde und sich daran erinnern würde, dass er seine Seele, die diesen Körper, ich werde jetzt ein bisschen spirituell, diese Seele, die diesen Körper jetzt belebt, eigentlich gar keine Bewertung und Beurteilung darüber hat und sich sehr wohl eigentlich darüber bewusst ist, wie viele Wunder uns ständig umgeben, wie viele Geschenke das Universum für uns bereithält und wie wir wundersame Dinge geschehen lassen können und wie viele Wunder uns ständig umgeben und wie viele Geschenke uns ständig umgeben. Und wie viel einfacher machen wir uns dann das Leben, wenn wir darauf die Aufmerksamkeit richten und so noch viel mehr davon in unser Leben ziehen. Wie viel einfacher machen wir uns dann wirklich das Leben, wenn wir uns erlauben, in unsere wahre Größe, Macht, Stärke und Energie zu kommen und uns auch wieder darüber bewusst werden, das ist der nächste Schritt, dass jeder von uns selbst sich seine Lebenswirklichkeit erschafft und dass wir niemals Situationen ausgeliefert sind im Außen. Egal was im Außen ist, alles, was du im Außen bis eben vorfindest, beruflich, privat, gesundheitlich, finanziell, das haben wir uns alle selbst erschaffen. Jeder erschafft sich seine eigene Lebenswirklichkeit selbst. Niemand anderes. Und wir sind niemals Situationen ausgeliefert. Wir haben immer selbst die Chance und die Wahl, neue Wahlen zu treffen, neue Entscheidungen zu treffen. Und da dürfen wir auch immer wieder uns selbst an die Hand nehmen und die Dinge sehen, die wir bis eben so nicht haben wollen, und uns dann die Frage stellen, wie will ich selbst es eigentlich wirklich haben? Und uns so jeden Tag auf ein neue Wahlen treffen und die Lebenswirklichkeit uns erschaffen, wie wir es selbst wirklich haben möchten. Und ja, das geht natürlich am einfachsten, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der einen begleitet, der dort ist, wo man selbst hin möchte. Eines der Gründe, warum ich bis heute tatsächlich immer Menschen an meiner Seite habe in den Bereichen, wo ich weiterkommen möchte, wo ich mich weiterentwickeln möchte, die dort sind, wo ich hin will, also Mentoren an meiner Seite, weil ich es mir einfach machen möchte und weil ich auch aufgehört habe, die Verknüpfung zu schaffen, dass es darum geht, einmal in sich zu investieren und dann kann man es. Nach oben sind nie Grenzen gesetzt. Das ist das Wertvollste, was wir machen können, in sich selbst zu investieren. Das ist ein Invest, das zehnfach, hundertfach, tausendfach zurückkommt. Auch ein Fehler, den ich früher gemacht habe, viel zu lange es versucht habe, alleine mir mein Leben nach meinem Herzen zu gestalten und letzten Endes ganz viele, ja, Jahre, Zeit auch vorbei habe ziehen lassen, wo ich es mir schwer gemacht habe.
Also wenn ich dir so ein paar Tipps für heute hier mitgeben darf, wie viel mehr kannst du dich selbst als Wunder erkennen, anerkennen? Wie viel mehr kannst du sehen, was für ein machtvolles Wesen du bist und du es selbst immer in der Hand hast, dir deine Lebenswirklichkeit so zu gestalten? Und da gibt es nie ein Entweder-Oder, sondern was wäre, wenn es immer ein Sowohl als auch gäbe? Und wie viel mehr kannst du da auch die Verantwortung wieder übernehmen, selbst dir zurückholen für dein Leben, wie du es wirklich haben möchtest? Und jegliche Verknüpfungen, auch im Hinblick aufs Geld, wo wir so oft eine Schranke zumachen, weil wir da ganz viele Prägungen einfach zu haben. Und so natürlich das Geld auch nicht in der Energie, in der Größe, in der Energieform zu uns fließt, wie wir es eigentlich gerne hätten und ganz viel im Mangel sind. Wie viel mehr kannst du auch dich von diesen Themen lösen und dir auch so erlauben, all das in dein Leben zu lassen, was du selbst eigentlich haben möchtest? Und wie viel mehr kannst du da auch tatsächlich der Beitrag sein, den du eigentlich hier jetzt in diesem Leben, sprich deine Mission, dein Seelenplan, den du mal mitgebracht hast, hier, ja, was auch immer es für dich ist, Dinge zu verändern, Spuren zu hinterlassen, diese Wissen, diese Fähigkeiten, die du mitgebracht hast, die einzigartig sind, wo du einen Beitrag für die Welt, für andere Menschen, für wen auch immer sein kannst. Und den Seelenplan allein zu entdecken und die Mission zu entdecken und zu wissen, wie genau man dem Ruf der Seele auch folgt, wenn man uns auch das vorstellen, wenn das jeder hier jetzt auf unserer wunderschönen Erde machen würde, wirklich seinem Herzen zu folgen, dem Ruf der Seele zu folgen, sprich den Seelenberuf daraus zu kreieren. Was würde das alles verändern? Was würde das alles verändern, wenn ich sehe, was für sensationelle Veränderungen auch innerhalb kurzer Zeit für die Teilnehmer im Mentoring, in der Akademie, da möglich sind, was für enorme Fortschritte die machen und wie viele Türe und Tore sich da öffnen. Das ist einfach, das berührt auch immer wieder mein Herz. Und das ist das, was mich morgens auch immer voller Freude nochmal in den neuen Tag starten lässt. Weil letzten Endes jeden, den ich da auch begleiten darf, der in seine wahre Größe, Kraft und Energie kommt, trägt seine eigene Botschaft ja auch nochmal weiter. Und ja, wie so ein Puzzle, das sich mehr und mehr zu einem wunderbaren Ganzen zusammenfügt. Genau, das waren wir noch so heute zum Start ins Wochenende ein paar Impulse, die ich gern mit dir geteilt habe. Lass mal auf dich wirken und folg auch mal deinen Impulsen. Was sich wohl alles auch für dich verändern würde und wie schnell es sich auch für dich verändern würde, wenn du dich trauen würdest, auch in die Akademie zu kommen, dich begleiten zu lassen, in ein paar Wochen deinen Seelenplan fix in der Tasche zu haben, genau zu wissen, wie du deinen Seelenberuf daraus kreierst und wirklich dem Ruf deiner Seele folgst. Was würde das alles verändern, nicht nur noch in diesem Jahr hier, in den verbleibenden 4 Wochen, sondern auch mit welcher neuen Kraft und Energie würdest du ins neue Jahr starten? Mit was für einem Ausblick ins neue Jahr würdest du starten, wenn du wüsstest, wow, das wird jetzt ein ganz, ganz großartiges Jahr. Ich nehme jetzt nicht nur Dinge vor, die ich dann doch nicht wieder realisiere, wo ich am Ende des Jahres doch wieder feststelle, ah, da habe ich wieder Schleifen gedreht, ich spreche jetzt von meinem früheren Leben auch,
sondern stell dir mal vor, wir starten jetzt im Dezember durch, Januar, Februar noch, also Begleitung 3 Monate, wo ich an deiner Seite bin, du in 4 Wochen deinen Seelenplan in der Tasche hast und alles Weitere ergibt sich daraus, dann sprich dein Seelenberuf und du ganz genau weißt, wie du in 2023 mit deinem Seelenberuf durchstartest und auch dir erlaubst, dir dein Leben wirklich mal so zu gestalten, wie du es dir schon so lange insgeheim tief in deinem Herzen vorstellst, wo du vielleicht sogar schon aufgehört hast zu träumen und dich in vielen Bereichen mit dem Leben arrangiert hast. Du hast es in der Hand, du kannst es ändern, indem du einfach eine Entscheidung triffst. Schau in der Bio, da gibt es einen Link zu der Seite. Melde dich an oder buch dir erstmal ein Beratungsgespräch, wo wir erstmal genau schauen, wo stehst du, was bringst du als Basis schon mal mit. Vielleicht hast du ja auch schon Ideen zu deinem Seelenberuf, wo es nur noch ein paar Schrauben zu stellen gibt, dass wir da die Klarheit haben und wie genau du da ja deine Mission eben auch lebst. In diesem Sinne, hab einen wunderschönen Abend noch und trau dich zu springen. Die Investition in dich selbst ist die beste Investition, die du tätigen kannst und die du immer 10- und 100-fach zurückbekommst. Das Wissen, was du dir da aneignest, die Klarheit, die du da bekommst, wie genau du dir deine Lebenswirklichkeit nach deinem Herzen erschaffst, ist unbezahlbar. Nur du selbst darfst dich dafür entscheiden, dafür auch zu gehen und die Schranke aufzumachen. Du weißt, wo du den Link findest. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Ciao, ciao.